willkommen bei American Baker in Germany, wo die Zutaten deutsch sind und die Bäckerin Amerikanerin. Ich bin Michelle. Und heute machen wir unsere Brotbacken-Serie weiter. Und heute machen wir ein Rezept für französische Baguettes. Legen wir los. Ziemlich einfache Zutaten. Wir brauchen 2¼ Cups oder 500 ml warmes Wasser, ca. Körpertemperatur. 2 Esslöffel Zucker, 1 Esslöffel Trockenhefe. 2 Esslöffel Olivenöl oder anderes Öl, 2 Teelöffel Salz, ca. 6 Cups oder 750 Gramm oder so viel, wie ihr braucht, um den Teig die richtige Konsistenz zu geben, Mehl meine ich natürlich, Wasser, Zucker und Hefe in eine große Schüssel geben und warten, bis ihr kleine Blasen seht. Dann ein paar Esslöffel Mehl dazu, Salz und Öl und kombinieren. Langsam den Rest des Mehls einrühren bis kombiniert. Mit einem Löffel mischen, bis ihr nicht mehr könnt. Dann den Rest des Mehls einkneten. Wenn der Teig noch klebrig ist, so wie meine, ein paar Esslöffel mehr Mehl auf einmal dazu, bis der Teig weich ist, aber nicht klebrig. Das ist besser. Kneten noch ein paar Momente. Mit einem Tuch decken und aufgehen lassen ca. eine Stunde oder bis der Teig sich verdoppelt hat. Teig kurz kneten und schneiden in 2 oder 3 Stücke. Jedes Stück in einem Laib formen. Oben aufschlitzen und platzierten auf einem belegten Backblech. Nochmal decken und noch eine ganze Stunde aufgehen lassen. Das ist das Geheimnis französischen Brots. Es geht ganz lange auf und formt sehr viele Blasen in den Teig. Dann backen bei 375 Grad Fahrenheit bzw. 190 Grad Celsius 25 bis 30 Minuten. Das Brot mit Butter streichen, während es noch heiß ist. Das hält das Brot davon ab, zu sehr auszutrocknen. Dieses Brot hat eine schöne Kruste und das Brot ist weich und schön. Es schmeckt genau wie gekaufte Baguettes.
Ich hoffe, ihr mögt das Rezept genauso sehr wie ich. Für mehr Rezepte und Tutorials besucht unsere Webseite bei americanbakerin-germany.de. Wir sind auch auf Facebook, Instagram und TikTok. Abonniert für mehr Rezepte!